Hallo Leute, also ich sag euch gleich, das wird so ein sinnloses Video, was ich nicht schneiden werde, nicht bearbeiten werde, eigentlich gar nichts damit machen werde. Ich werde einfach labern und nebenbei einen Film gucken und chatten und alles andere auch. Ja, was kann ich euch Schönes erzählen? Also, okay, also mir geht's gut. Ja, wenn das gerade irgendjemand gefragt hat, die Antwort ist, mir geht's gut. Auch wenn es keinen interessiert. Ja, klar, ein Haus voller Zwerge. Sicher. Ey, guck mal her, Zwerg und du Zwerg. Und ja, also ich muss euch mal was erzählen. Pass mal auf. Ich hatte heute in der Schule Politiker und die haben sich fast gegenseitig auf der Bühne ermordet. Es war irgendwie sehr lustig anzusehen, aber irgendwie auch nicht und alles andere. Ups, jetzt hat sie ihr Kleid verloren. Ja, achso, wenn ich jemand frage, ich gucke gerade Verwünscht nebenbei. Und, ja. Und sie sind gerade bei der Szene da, wo Giselle auf der Couch sitzt. Und ich glaube, morgen hieß sie oder so. Aber auf jeden Fall das kleine Kind dann da steht im Karateanzug und Giselle einschläft. Ja. Müsste eigentlich theoretisch gleich die Szene kommen. Oh Gott, die liegt da so wie so eine Pennerin, ey. Das ist voll der Saustall. Da liegt was rum. Hey, ich habe eine E-Mail bekommen. Ah, lass mal gucken, von wem sie ist, obwohl ich lange schon denken kann, von wem sie ist. Du gehst jetzt ins Kapitel. Aber ich glaube, dass sie wirklich eine echte Prinzessin wird. Weil sie ein komisches Kind hat, ist sie lange kämpfen. Wie lol, obwohl. Wusstet ihr eigentlich, dass jetzt ein Film rauskommt, der heißt LOL? Ich hab's gelesen und dachte so, okay. LOL. Ja. Wartet jetzt mal, ich schreibe jetzt mal eben eine E-Mail zurück. Ja, mal kurz gucken. Oh. Geht ja gar nicht, so ein Kack, aber. Jetzt sind sie bei der Szene da, wo. Moment, ich mach mal ein bisschen lauter. Obwohl ihr damit eigentlich jetzt nicht viel anfangen könnt. Oh mein Gott! Ich hab das Staffelfinale von Grey's Anatomy geguckt. Ich musste verheulen. Wieso? Und das Problem ist. Die nächsten Staffelfolgen kommen erst irgendwann im Frühjahr. Ah, dafür kommt meine Lieblingsfolge wieder mit neuen. Ah, da sind sie jetzt. Okay, ich muss aber weiter E-Mail schreiben. Contest du in Ruhe, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Abchecken. Ja, SchülerVZ rockt. Ich noch kurz hier was in MSN schreibe. Meine Geduld auf die Probe zu stellen. Ich weiß gar nicht, wovon sie sprechen. Suche ein schönes Mädchen. Meine andere Hälfte sehr kokett. Ah ja, okay. Ja, was kann ich noch Schönes erzählen? Ah, ich habe ein Hello Kitty Ventilator mit Lolli. Das ist total süß. Mit Cool Fan Pop. Strawberry Candy. Ob der schmeckt? Ich habe Angst, den jetzt zu lutschen. Nee, lieber nicht. Ja, ich habe gestern was ganz Illegales getan. Ich habe geatmet. Das ist voll schwachsinnig. Apropos, wisst ihr, was schwachsinnig ist? Mir ist kalt. Ja? Wir haben draußen 27 Grad. In meinem Zimmer sind 27 Grad. Ja? Und mir ist kalt. Ich friere mir hier einen ab. Das ist voll unnormal. Außerdem werde ich so lange im Kreis rum bis Weihnachten. Das ist noch verrückter und sinnfreier und sinnlos und alles andere auch.
holen die denn jetzt beim Film? Ja, ganz toll. Naja, das war es jetzt nicht gerade sinnfrei und sonst irgendwas, aber ich habe irgendwie, ich habe keine Ahnung, was ich labern soll. Jedenfalls habe ich bald Ferien und dann habe ich Zeit. Und dann habe ich einen Monat Praktikum, habe ich auch Zeit. Dann habe ich Schule, habe ich keine Zeit. Ich habe schon wieder eine E-Mail gekriegt. Mein Gott, bin ich beliebt und berühmt. Na los, Freunde, jetzt werden wir hier aufräumen. Meine kleine Freunde, kommt her und wir singen unser Aufräumlied. Starke Helfer, wie man so vorzieht. Los, packt an, wir starten erstmal in den Küche. Jetzt so ordentlich liegt und singt dabei. Schön reden. Lass mal los, packt das Feuer in einer Bade. Ja, ich bin immer noch da, nicht wundern. Okay, wir haben jetzt gleich die 6-7 Minuten erreicht irgendwann. Und ich glaube, ich werde jetzt... Boah, kannst du mal aufhören, ein bisschen leiser singen, Uschi? So, kann ich auch in Ruhe hier schreiben. Okay, ich habe Post gekriegt vom Musikhaus Thurmann. Und ich habe auch was ganz Schönes gefunden. Ja, und ich glaube, das werde ich mir auch holen. Aber ich weiß noch nicht. Erstmal muss ich, Achso, wir machen ja eine Abschlussfahrt mit der Klasse. Ja, ins Ausland. Ho, ho, ho. Und ich bin müde. Ho. Ja, gut. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt essen. Ich habe Hunger. Und wenn ich wiederkomme, lade ich irgendwas noch anderes rauf. Ne? Ja. Ne? Okay, dann, dann würde ich mal sagen, au revoir, ciao, ciao, lebe wohl. Nein, ich habe keine Ahnung. So, wo sind die denn jetzt hier? Mal ein bisschen vorspulen. Hoheit, könnt ihr euch eigentlich selbst leiden? Ah, oh, da sind die. Ich zurückgesetzt. Was wollt ihr da bestellen? Ich habe sie immer wie eine Königin behandelt, aber...